Meine Meinung zu diesem digitalen Anemometer, habe ich gehört, dass man damit so ein bisschen Windgeschwindigkeiten messen können soll und habe gedacht, vielleicht kann ich ja das so ein bisschen für meine Lüftertests benutzen. Eigentlich wird man damit natürlich draußen vielleicht einen Wind messen für irgendwelche, ich weiß nicht, ob man für Drohnen oder einen Drachen fliegen zu lassen oder irgendwelche anderen Sachen. Ist jetzt natürlich nur ein günstiges Gerät und ich habe von derlei Geräten ja zumindest von so Anemometern eigentlich keine spezielle Ahnung, sage ich mal. Also habe ich noch nie benutzt. Windgeschwindigkeit 0,3 bis 30 Meter pro Sekunde soll es messen können. Ja, Einsatzbereich von der Temperatur minus 10 bis rund 45 Grad. Und naja, bisschen die Messungenauigkeiten. Ich will es einfach mal probieren, was das so misst. Ich kann es natürlich am Ende nicht verifizieren, weil ich jetzt nicht ein geeichtes Gerät habe zum Vergleich, sage ich mal. Aber na, vielleicht hilft es ja doch, dem einen oder anderen hier mal zu sehen, wie das hier so ankommt. Und vielleicht kann ich so meine Lüftervergleichsmessung auch irgendwie sinnvoll benutzen. War nicht so teuer. Ich glaube ein paar 20 Euro, irgend sowas. Und kommt in so einer schönen Tasche. Das ist natürlich eigentlich sehr schick. Ich meine, im Prinzip hat das Gerät natürlich hier nur eine Art Ventilator-Lüfter. Oh, hier gibt es so eine Trageschlaufe, zwei Batterien mit dabei, Format AAA, das ist hier in so einer Folie, kann man leider nicht wieder verschließen. Ja, und im Prinzip dreht sich das natürlich nur und anhand der Drehzahl wird der entsprechend berechnen, vermute ich jetzt mal so rein vom logischen Verständnis, was das für eine Windgeschwindigkeit sein wird. Das müsste ja eigentlich schon das Geheimnis sein. Ich glaube, der hat noch einen Temperaturmesser, Fühler mit dabei. Ah, das ist natürlich ein bisschen okay. Um die Batterien reinzumachen, muss man das erstmal abschrauben. Also brauchen wir erstmal einen passenden kleinen Schraubendreher. Gut, vielleicht halten die lange, sodass man das nicht so oft machen muss. Ein Klappmechanismus wäre natürlich schöner gewesen, aber vielleicht gibt es auch Gründe, dass man hier das verschrauben soll. Vielleicht haben die sich da schon was bei gedacht, was ich aus Unkenntnis über derlei Geräte irgendwie nicht weiß. Es ist natürlich in gewisser Weise stabiler, wenn man das hier verschraubt, wenn es mal runterfällt oder so, oder die Klappe abbricht. Ne? Aber na gut, was haben wir hier hinten noch? Hier ist so eine, weiß ich jetzt nicht, wofür das ist. Okay. So sieht's aus. Können wir hier natürlich noch Metallgewinde hier, die Schlaufe dran schrauben. Achso, ist das hier ein gängiges Gewinde? Genau, ja, wie man es so von Kameras und so kennt, ne, dieses Dreibein hier, kann man dann natürlich, das habe ich jetzt natürlich separat hier, na, dann kann man es auch hinstellen, das werde ich auch mal gleich machen. Erstmal ganz wichtig, hier auf der Oberseite ist ein Pfeil drauf, das heißt, ja, soll wahrscheinlich der Wind natürlich von da hinten durchgehen. Hier geht es halt an, der hat natürlich ein bisschen was probiert, deswegen ist hier ein bisschen hohe Temperatur. Werde ich auch gleich nochmal zeigen, habe mit dem Föhn ein bisschen rumgespielt. Also Temperaturanzeige funktioniert auch in gewisser Weise. Und hier kann man natürlich die Maßeinheit bei Unit einstellen. Das wäre dann Meter pro Sekunde. Als erstes Kilometer pro Stunde, Fuß pro Minute, Knoten oder nautische Meilen pro Stunde. Und Meilen pro Stunde, was man da halt so braucht, Min-Max. Gut, hat er jetzt natürlich noch nichts. Minimaler, maximaler oder eben der Durchschnittswert. Hier kann man die Temperatur in Farad und Grad Celsius und hier kann man die Beleuchtung anmachen und das war es eigentlich, glaube ich, im Groben auch schon. Jetzt werde ich mal hier von hinten mit dem Föhn, sieht man den hier, guter Remington-Föhn, mal durchpusten. Das wird natürlich ein bisschen lauter. Das werde ich dann wahrscheinlich ein bisschen runterpegeln. Mal gucken, was der da so misst. Ja, wie vermutet gab es leider heftige Windgeräusche, weil natürlich der Föhn auch genau in das Mikro der Kamera geblasen hat und das kann ich jetzt hier keinem zumuten. Deswegen eine kleine Nachsynchronisation, wo man jetzt nicht die Geräusche des Föhns so hört. Aber man sieht ja hier ganz schön, auf mittlerer Stufe waren es 8 Meter pro Sekunde. Links ist auch noch eine Anzeige der Windstärke quasi, ne? Hier 5 zum Beispiel. Oder jetzt habe ich hier den voll aufgedreht, den Föhn, übrigens aus 20 cm Entfernung. Und da sieht man 9,7 Meter pro Sekunde, 9,8, je nachdem natürlich auch, wie genau ich den Föhn hier reingehalten habe, variiert das auch leicht natürlich. Und man sieht jetzt hier auch nochmal entsprechend die Umschaltung, ne? Die anderen Maßeinheiten, Kilometer pro Stunde oder eben Fuß pro Minute, was das eben entspricht, ne? Knoten. Und Meilen pro Stunde. Und wieder Meter pro Sekunde. Ja,
Also technisch gesehen hier mit dem Föhn der Test nicht schlecht. Ich hätte mir überlegt, das Gerät auch so ein bisschen für Lüftervergleiche vielleicht einsetzen zu können. Ob das dafür taugt, wollte ich jetzt mal ein wenig probieren. Ich habe hier mein PC-Gehäuse auf der Oberseite, ja den 200 mm Lüfter, der im Prinzip die Luft raussaugt und nach oben weg befördert, so ein bisschen wie auch der Kamineffekt, ja, eine warme Luft steigt ja eh nach oben. Das Ganze zieht die Luft hier ja raus und die Frage ist natürlich, inwiefern man damit irgendwas vergleichen kann. Das Gerät selber hat jetzt hier, ist ein Abstand von ungefähr 11,5 cm, ungefähr zu dem Lüfter. Und der ist jetzt gerade aus, wenn ich den jetzt mal anmache, auf niedriger Stufe. Ja, der dreht jetzt mit 200 Umdrehungen. Da ist hier natürlich auch noch nicht so viel los. Und ich hatte halt überlegt, 0,3, 0,4 Meter pro Sekunde, ob jetzt, wenn man hier umschaltet, zum Beispiel auf dieses Fuß pro Minute, aber da sieht man hier, der kennt jetzt da auch keine Zwischenschritte. 59,0, immer 78,7. Das heißt im Prinzip, dass man auch bei Meter pro Sekunde bleiben kann. Er rechnet halt den Wert wahrscheinlich immer nur entsprechend logischerweise um, aber kennt dann auch bei den anderen Größen leider keine Zwischenwerte, sodass man irgendwie das feiner sich anzeigen lassen könnte. Könnte natürlich für meine Lüftertests da ein bisschen schwierig sein, so feine Unterschiede zwischen 200 und 300 Umdrehungen pro Minute würde der in der Form natürlich nicht mitbekommen. Und dann ist natürlich auch die Frage, der ist jetzt hier so mittig, in der Mitte ist ja kein Flügelrad bei dem Lüfter hier, wenn ich den jetzt hier rüberstelle, wobei macht hier vielleicht auch noch keinen großen Unterschied. Ich werde den Lüfter mal schneller drehen lassen. Jetzt so auf maximale Geschwindigkeit, der dreht so 700 bis 800 Umdrehungen pro Minute, der hier unten. Sehen wir auch, haben wir hier 1 Meter pro Sekunde. Und wenn ich es jetzt in die Mitte stelle, da sieht man, da wird es halt tatsächlich auch weniger. Was ja auch irgendwo logisch ist, denn ich meine, klar, die Luft verteilt sich sicher auch in alle Richtungen so ein bisschen, aber hier in der Mitte bei dem Lüfter, da ist ja entsprechend nichts, da ist dann auch weniger Luft, sage ich jetzt mal, Luftstrom messbar. Jetzt habe ich hier wo gerade eine Stelle, wo gar nichts los ist. Kommt nicht mehr viel an in der Höhe. Je nachdem, wie man das halt, wenn ich es jetzt hier wieder rüberstelle, sieht man, dann kommen wir vielleicht wieder auf, oder 0,9 jetzt. Ja, 1 hat man ja, wenn man es hier rüber mal stellt, müsste es eigentlich, so ich die gleiche Position ungefähr kriege, auch passen, haben auch wieder 1. Und wenn man hier genau auf die Mitte kommt, da wird es halt entsprechend weniger. Und deswegen ist das natürlich auch so ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal, für meine Vergleichstests, sagen wir mal, weil der Wert natürlich in den 0,1er Schritten sicherlich für alle Windmessungen draußen völlig ausreichend und sehr gut ist, aber für so feine Sachen wie bei mir hier schwierig, zumal natürlich jetzt ein anderer Lüfter kleinerer Größe, der ähnlich schnell dreht und ähnliche Flügel, Form hätte, vielleicht genau dasselbe bringt, aber dennoch der Große hier natürlich mehr Luft wegbefördert, einfach durch die Größe, die ich natürlich so auch nicht erfassen kann. Man sieht jetzt natürlich auch hier, je näher ich dran komme, desto mehr Geschwindigkeit habe ich natürlich. Je weniger Verlust der Luft ist, habe ich hier sogar, wenn ich direkt drauf liege, jetzt 1,7 Meter pro Sekunde. Wenn ich jetzt hier ungefähr eine Höhe von 21 cm messe, habe ich beispielsweise 1,1 Meter pro Sekunde. Wenn ich jetzt aber den gesamten Luftstrom erfassen will, mit dem Gerät bräuchte ich natürlich wie eine Art Trichter, der das Ganze bündelt nach oben. Und um das mal zumindest etwas zu simulieren, habe ich mir also so eine Art Trichter gebastelt. Und der ist jetzt natürlich nicht 100% luftdicht, ist ja klar. Er geht jetzt hier von 200 auf, paar 60, 70, sodass ich im Prinzip das Gerät hier gleich draufstellen kann. Und so kann man jetzt auch den physikalischen Tunneleffekt beobachten. Wenn ich also Luft habe und ich verenge sie, dann wird die Geschwindigkeit höher. Und wir sehen jetzt hier, mit 2,6 Meter pro Sekunde ist das natürlich nochmal deutlich höher, auch als wenn ich das Gerät direkt drauf liegen habe, womit man A sieht, dass das Gerät selber funktioniert auch irgendwo. Könnt ihr nochmal gucken, was entspricht das? 9,3 Kilometer pro Stunde km/h. Ja. Und somit, sagen wir mal, das könnte man vielleicht noch eher oder ich zukünftig für meine Lüftertests sowas mir zusammenbasteln, wo man dann auch sehen kann, natürlich, es ist ja eigentlich auch logisch, wenn ich jetzt einen großen Lüfter habe und der dreht mit hier jetzt 700, 800 Umdrehungen, wie schnell müsste ein kleinerer Lüfter dann drehen, um auf dasselbe Ergebnis zu kommen. Hieraus könnte man sich dann auch in gewisser Weise natürlich das Volumen errechnen, was jetzt, man weiß ja hier die Fläche und man weiß ja die Geschwindigkeit.
was der Lüfter verschiebt, aber daher die Messung hier jetzt auch nicht, sagen wir mal, nur in diesen 0,1er Schritten ist, denke ich mal, macht das bei den Lüftern, ja, ist halt schwierig. Muss ich da mal in so Lüftertests vielleicht ein bisschen prüfen. Ein kleiner Lüftervergleich muss doch schon noch sein. Habe jetzt hier mal ein Bitfinix reingebaut oder reingebastelt, der passt eigentlich in das Gehäuse. Den hatte ich ja zuerst damals gekauft, weil der nur eine geringe Bauhöhe von 20 mm hat, während der andere hier, der eben drin war, dieser Cooler Master 200 mm hat 30 mm hoch. Ist der und der hier halt ist nicht so ja, hoch, ist halt ein flacher Lüfter, hat so auch 700 Umdrehungen plus minus 10% und ja, eigentlich schön leise, aber er passt nicht in mein Gehäuse. Das heißt, er lässt sich im Prinzip nicht anschrauben, weil die Bohrungen nicht passen. Ich habe ihn jetzt mal dran gebastelt mit Kabelbinder und so und eine Schraube. Ja, und der läuft jetzt auch voll und man sieht halt hier, deswegen kann man es schon, denke ich, ein bisschen vergleichen, die Lüfter. Er hat natürlich weniger Bauhöhe, weniger Luft kann er wahrscheinlich entsprechend verschieben. Und wir sehen hier, im Maximum sind es auch nur 2,1 Meter pro Sekunde, was dann hier bei meiner kleinen Bastelei rauskommt. Was dann entsprechend 7,5 Kilometer pro Stunde entspricht. Und von dem her werde ich mal gucken, inwiefern ich das vielleicht in einem, vielleicht dann später auch etwas schöner noch für meine Lüftertests nutzen kann, das Gerät. Aber auf jeden Fall sieht man, ne, weniger Bauhöhe macht dann hier auch schon gleich einen Unterschied. Wir hatten ja bei dem anderen 2,6, ich hatte sogar 2,7 mal dann noch, wo ich das nochmal richtig drauf gedrückt hatte. Also 2,6 bis 2,7 mit dem Cooler Master Lüfter bei 700 Umdrehungen und hier bei 7 bis 800 Umdrehungen, hier bei 600 bis 700 Umdrehungen ist auch minimal langsamer angegeben. Dann habe ich 2,1 Meter pro Sekunde, heißt natürlich, der Cooler Master verschiebt mehr Luft, theoretisch auch effektiver, aber leiser ist, ist natürlich eine andere Frage. Aber ja, kann man daran, denke ich, schon ganz gut sehen. Und von dem her, für mich nicht schlecht, das Teil. Ich habe das Teil jetzt nochmal festgeklebt, habe mir überlegt, ich wollte nochmal ein bisschen diese Temperaturanzeige vergleichen. Der Lüfter hier unten dreht jetzt wieder langsamer, leider geht ja das Licht immer wieder aus. So sieht man es aber ein bisschen besser. Also der Lüfter hier unten dreht jetzt mit wieder mit 300 Umdrehungen, weil ich eben ein bisschen mehr Temperatur haben wollte, indem ich die Grafikkarte mit Fuhrmark voll auslaste und das Gehäuse hat gerade auch schon ein bisschen Wärme und der Prozessor mit Prime 95 und ich wollte halt gucken, inwiefern das hier richtig misst und da muss ich sagen, das geht halt ziemlich langsam. Also hier stehen jetzt 30,7 Grad, sieht man es? 30,7 Grad und hier habe ich mein gutes Grillthermometer und wenn ich das einfach hier in den Luftstrom halte, na, da sieht man, also der geht auch nach oben, aber das Teil hier ist jetzt schon 5 Minuten an oder so, oder 10. Ne, läuft das Ganze hier schon und das Topelec, also man sieht, das geht erheblich schneller nach oben. Der Luftstrom ist jetzt natürlich auch sehr warm wegen der maximalen Auslastung im PC und die Luft wird ja hauptsächlich von dem großen Lüfter nach oben ab oder weg befördert. Aber es, ich sag mal, die Temperaturanzeige, es kann natürlich sein, der Temperaturfühler ist jetzt nicht unbedingt dort, wo der Luftstrom ist, weil das draußen Umgebungstemperatur natürlich nicht zwingend mit dem Luftstrom zu tun haben muss. Aber der tatsächliche ist auf jeden Fall deutlich wärmer. Also ich bin hier schon bei 44 Grad und das hier geht so ganz langsam hoch. Wahrscheinlich ist der Temperatursensor hier halt ein bisschen woanders. Und nur mit der Erwärmung, die das Gehäuse insgesamt erfährt, geht das nach oben. Ich will also nicht sagen, dass der falsch ist, der Temperatursensor zwingt dich, nur er ist vermutlich nicht direkt in dem Luftstrom. Und deswegen habe ich hier, na, man sieht, wie heiß das da drin wird, habe ich hier entsprechend weniger Temperatur, oder weil der Sensor da halt noch nicht diese Temperatur hat. Ne? Das Gehäuse hier sonst ist ja recht kühl. Ja, ist ein bisschen schade, gut, für meine Tests jetzt auch nicht wirklich wichtig, aber wollte ich zumindest sagen, der Temperatursensor selber ist nicht zwingend in dem Luftstrom oder misst nicht den Luftstrom, sondern irgendwo, naja, drumherum wahrscheinlich. Was kann ich hier nun zusammenfassend zu dem HP866B Anemometer sagen? Ist natürlich preislich eher im günstigen Bereich angesiedelt, dennoch kunststofftechnisch finde ich es okay, ne? Hier unten das Kamera- oder Stativ- oder ein Viertelzoll Gewinde ist auf jeden Fall aus Metall, genauso wie hier, ne, bei dem kleinen, bei der Handschlaufe. Das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Auch die Tasche ist schön. Ne, hier gibt es auch so ein extra Fach, habe ich gerade noch gesehen, wo man die Anleitung oder so doch, wenn man sie mit behalten möchte, hier drin einfach reintun kann. Schön ist auch, dass die Anleitung hier auf Deutsch ist. Also da kann man eigentlich überhaupt nichts meckern. Die Temperaturanzeige ist grundsätzlich auch richtig, sage ich jetzt mal.
Ja, wenn ich es jetzt hier mal einfach im Raum vergleiche, wieder mit dem Grillthermometer, 23,6 ist hier sogar noch genauer, hier steht nur 23, das ist nur, ja, hat keine Nachkommastelle. Nur ist eben dieser Temperaturfühler nicht direkt hier im Luftstrom, falls das für jemanden wichtig gewesen wäre oder zumindest nicht in der Form, dass es dort genau misst, aber die Umgebungstemperatur erfasst es aus meiner Sicht grundsätzlich genau. Und von dem her denke ich, gerade wenn man jetzt draußen irgendwie mehr oder weniger nicht ins höchste Detail messen möchte, sondern eben die 0,1 Schritten Meter pro Sekunde, das einem ausreicht, was, denke ich, in der Regel problemlos ausreicht, kann man hiermit schön die Windgeschwindigkeit und Luftgeschwindigkeit messen. Und von dem her ist das Gerät aus meiner Sicht auch völlig okay. Ein bisschen schade ist halt nur für mich, dass das Licht nicht so lange anbleibt, bis ich selber wieder ausmache, sondern dass es halt nach für mich relativ kurzer Zeit wieder ausgeht. Das ist natürlich schön, wenn man nochmal schnell gucken will. Und dann spart es halt natürlich wieder Strom. Das wäre aber noch schön gewesen, wenn ich es auch länger anmachen könnte. Ansonsten Min, Max und Durchschnitt, ja, das sind natürlich einfache Berechnungen. Da sehe ich jetzt auch nichts Kritisches. Und die verschiedenen Einheiten, die bietet es natürlich auch schön. Und ich bin soweit damit zufrieden. Werde halt nochmal ein bisschen probieren und gucken, ob ich das oder wie ich das dann mit meinen Lüftertests vielleicht noch ein bisschen schöner einsetzen kann. Aber allgemein, denke ich, ist das für den Preis auf jeden Fall ein gutes Gerät.